109 Meter weit geflogen, einen Meter weiter als der bisherige Schanzenrekord, gehalten von Jens Weißflog. Und das hat die Jury veranlasst, den Wettbewerb zu unterbrechen und den Anlauf zu verkürzen. Es hatte zuvor schon einige Sprünge gegeben, bis dicht an den kritischen Punkt. Die Springer gewonnen und sie haben also auch versucht, immer vorzukommen, es klappt nicht so richtig. So, der nächste ist dann Andreas Bauer, der hier beim Probesprung kurz vor Beginn dieser Konkurrenz noch einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Spielen und so weiter hat er, war immer gut und ich traue ihm viel zu. Kannst du schlecht sagen von unserer Anstellung. Schöner Aufsprung hat er, geht bestimmt gut in Ordnung. 98 Meter, das ist sehr gut. Das ist die Führung sicherlich. Sicherlich, ja. So eine kleine Schere macht nichts, aber jetzt geht er schön vom Hang weg mit dem Oberkörper. Schöne Landung. Ein bisschen steif ist er manchmal, aber er kriegt bestimmt gut in Ordnung trotzdem. Sehen, der den Wind abgepasst hat. Am besten wäre natürlich ein bisschen Wind von vorne für die Thermik. Fünfter in Oberstdorf. Schön, schön. Schöner Sprung. Er war ja der Beste aus der DDR in Oberstdorf. Schöner Sprung, ja. Und er ist aber sehr groß und extrem leicht. 1,80 groß und nur 64 Kilo. Ja. 98,5 Meter. Aber fünfter Platz. Naja, um einen halben Punkt. Ja, die sind alle. Ah nein, um einen halben Punkt vor Klauser. Entschuldigung, ja. Felder fünfter, Klauser sechster. Sechster, ja. Ja, jetzt wird es noch einige Verschiebungen geben können. Er war in Oberstdorf als Kampfrichter, aber das sind die Kampfrichter ja auch da. Gern einen schönen Aufsprung und eine schöne Landung. Ne? Jukka Kalse kommt, der älteste Springer der Konkurrenz, 31 Jahre alt. Er hatte 106 Meter im ersten Durchgang. Chili übrigens ist ausgeschieden. Gut, das ist jetzt interessant. Er hält die Arme ziemlich weit raus. Und manche Trainer sagen, das ist überhaupt nicht gut. Und es geht aber doch auch so. 96 Meter ist sehr gut. Das ist gut. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Es war also kein Zufall vorhin. Er wird nicht so weit sein, aber er ist mit dabei. Sehr hohe Anlaufgeschwindigkeit. 96 Meter. Sehr gut. Gehört hat? Oder kommt dieser Sprung in die Schere? Das weiß ich jetzt nicht. Schauen Sie, wie weit das spielt. Das wäre doch ewig schade, wenn er. Das allerdings ist noch einmal der Sprung von Vegard Opas, bei dem immer noch nicht so ganz klar ist, ob er für den zweiten Durchgang gewertet wurde. Denn im Augenblick führt Piazzini, obwohl er 17 Punkte weniger hat als Opas. 105,5. Ja, er wird hier eigentlich nicht auf der Liste der 50 Besten des ersten Durchgangs geführt. Ich bin mal gespannt, ob es eine Wertung gibt. Platz im Augenblick versteuert. Ja. Trauen Sie ihm zu, dass er noch Weltcup-Punkte bekommt, wegen einen als 15. Wenn er Glück hat. Wie viele sind jetzt noch? Kommen noch? Es kommen jetzt noch 17 mit Sternen. Ja, also kann auf jeden Fall unter die. Oh, das ist jetzt ein Sturz. Also unter den ersten 20 ist Steiert. Er ist jetzt gestürzt, Fall. Wenn ich das so schnell sagen kann, weil er den schönen Telemark-Aufsprung gehabt hat. Und dadurch, vielleicht sieht man das in der Zeitlupe, Sprung war gut, er geht schön nach hier. Und jetzt macht er eine Landung. Und Telemark-Aufsprung war ein bisschen unsicher und schon ist er gelegen. Schade drum. Wenn er eine Haferlandung gehabt hätte, wäre es vielleicht nicht passiert. Das ist es dann ja, bis zum heutigen Tag unglaublich viel dazugelernt bzw. ist sehr stabil geworden. Jetzt, geh, jawohl.
Schön. Was könnte es gewesen sein? Damit ganz ist er toll. Doch sicher unter den ersten 10. Ja. Ewald Roscher sagte, ja. Thomas Klause. Toll. 101. Sie sagen, man muss 100 Meter schneller sein. Das muss jetzt die Führung sein. Ja. Natürlich ist sie das. Ganz toll. Das freut mich. Ewald Roscher sagte, Thomas Klause habe in diesem Sommer so viel. Natürlich auch ein Mods. Ein Mods-Case, will ich sagen, mir, also Mods-Kerle. Immer ein Sieganwärter, ja? Ja, er hat eine unglaublich gute Anlage. Jetzt geh. Ja. Schön ist, dass man jetzt links den Thomas sieht. Ja, also denkt, hoffentlich springen die anderen nicht so weit. Hoffentlich. 100 Meter. Ja, das wird jetzt knapp. Klauser oder Vettori in Führung. Ja, mal schauen. Wie sind die Noten? Vettori bekommt. Wenn der Thomas steht. Immer gute Haltungsnote. Ja, ja. Er springt ja auch. Ja, er springt ja schön. Sehr schön. Ja, ja. Wenn der Thomas steht jetzt unten. Aber Vettori nur Zweiter. Klauser immer noch vorne. Ja. Und jetzt Debelak, der neue Schanzenrekordhalter. Jawohl. Kein sehr schöner, aber ein sehr weiter Schanzenrekord. Weit, ja. Sehr weit. Ja, weit. Oh, der geht was zur Führung. 94,4 Anfahrtsgeschwindigkeit. Das waren 104,5 Meter. Ja, das ist die Führung. Führung. Ja, stehen 5 Mann oben. Ja, ja. Also als letzter Andreas Bauer. Er wird den im Wettbewerb entscheiden. Ja. Wie auch immer. Also, wenn er so einen guten Sprung macht, schauen. Ein schwerer Mann mit 73 Kilo. Links ist der und die Arme auseinander. Weit. Ah, sehr weit. Sehr weit. Schau, wie sehen. Ja, aber er müsste eigentlich leichte Abzüge in der Haltung. Ja, von der Seite muss man das nicht unbedingt sehen. Ja, das kann man nicht. Ja, nicht so. Weil, die haben ja weil er muss ja 105,5. Und er muss gut springen, sonst würde er nicht so weit springen. Ja. Ja? Sicher die Führung jetzt. Ja, der erste über 200 Punkte in der Gesamtwertung. Also ja. Calso vor Debelak, Klauser, Vettori, Weißflug, Nykänen. Ja. Und Steyert ist auf Rang 13. Ja, aber der Wolfgang ist auf jeden Fall gut dabei. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Nein. Es ist natürlich für den Bauer Andreas Ober schwer. Wenn er gewinnen will, das ist richtig. Wenn er gewinnen will, muss er durch. Hat sich überlegt, wie soll ich es machen? Was soll ich? Am besten ist er fahrt oben rein und denkt, das was ich kann, das kann ich und ich gehe voll zur Sache. Das macht er sich auch. Das ist der Führende. Also übrigens. Jetzt geht's aber schnell. Es sind die besten einfach. Ja, ja. Miran Tepes, ein 25-jähriger Springer aus Ljubljana. 104. Und jetzt wird es wieder knapp an der Spitze. Ja. Der Calso oder Tepes? Jetzt, was macht er? Hoffentlich ist er nicht so gut. Zweiter Platz. Ja. Also, Calso, Tepes, Debelak. Und jetzt Ulf Findeisen und nach ihm Andreas Bauer. Jetzt fällt die Entscheidung. Ulf Findeisen ist so ein netter Kerl und springt also wirklich auch schön von der Anlage her. Calso mich gar nicht hinschauen, so gescheit. Ich kann mir vorstellen, dass aber. Ja, das langt nicht. Das langt Thomas nicht. Klauser in der Gesamtwertung im Augenblick führt nach 2 Springen. Müsste sein, denn Opas hat ja bei weitem. Weniger als 100 Meter, ja. In der Gesamtwertung, ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Jetzt. Vor Beginn der Vierschanzentournee Er ist so ein trainingseifriger Mann, so ein netter Kerl und hat jetzt ein bisschen Probleme gehabt mit dem Arzt, muss ich, bin ich gesund, bin ich nicht gesund. Jetzt müssen wir ihm die Daumen halten. Auf geht's. So, jetzt kommt ab. Bisschen schräge Skiführung, ist egal. Jetzt geh noch. Jawohl. Ein bisschen unsicher, gibt unten einen Abzug. Trotzdem, das kann es gewesen sein. Kann ja. Er hatte ja eine ganz erhebliche Führung vor Calso. Vor Calso. Ja. Findeisen ist sein Hauptkonkurrent gewesen. 102. Aber es müsste. Es ist horrig. Der Wolfgang links bei ihm. Ja, doch, er hat gewonnen. Also ich tippe auf Andreas Bauer. Denn er hatte vor Calso doch etliche Punkte vorstellen. Jawohl, erster Platz. Das ist schön. Und nach ihnen. Ja. 25 Jahre nach ihm, ein Vierteljahrhundert, wieder ein Springer aus der Bundesrepublik Deutschland auf dem ersten Platz hier in Garmisch. Ganz toll.